16. Ja, und wenn ich jetzt Dick Channel nehme, wäre das die Fläche, ja. Allerdings möchte ich erstmal die Ränder wegnehmen. So. Und dann möchte ich oben immer nur zwei. Es geht super auf. Gut. Ups. So. Wobei, brechen wir das erstmal ab. So, ich hätte gerne eine Treppe, ziemlich mittig davon. Bis hier runter, so. Ups, das ist die Treppe gewesen. Das wollte ich jetzt nicht. So. Sind zwar nicht so viele Level. Aber das reicht ja erstmal. Den da können wir übrigens wieder wegmachen, weil hier wird einfach nicht geputzt. Wobei noch besser. Wobei das ist schon wieder zu nah draußen eigentlich. Horstblatt, Horstblatt, Horstblatt. Wer war zur Hölle? War Ivo? Gibt es hier einen Ivo? Ah, Ivo Horse. Ja, also. Ah, was machen eigentlich meine beiden? Ach, die pflanzen Samen. Oh, das sieht schon mal sehr gut aus, was wir wieder an Seeds und so haben. Dafür geht das Trinken runter.
Also ja, Plump-Hamlets werden schön viel eingepflanzt. Okay. Gut, dann machen wir das folgendermaßen. So sind wir auf jeden Fall weit genug weg von unseren Räumen eigentlich. Nee, ganz ehrlich, machen wir es an der Stelle noch länger. Hier können wir sogar dann channeln. So, und hier am Ende. Kommt dann das hin? Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Dumm. Dumm. Ja. So. So machen wir das erstmal nach oben. Dass es hier einfach keinen zusätzlichen Eingang gibt, sichern wir den erstmal ab, sobald wir das fertig haben. Nö, lassen wir das mal so. Das können Sie ruhig erstmal aushöhlen. Dann machen wir von oben weiter und dann arbeiten wir uns nach und nach Stück für Stück nach unten. Ja. Ich würde sagen, machen wir das so erstmal. Pigtail Seeds Hammer, ja. Oh, wie sieht's denn mit Dimple-Cups aus? Na, wir haben 20 Dimple-Cups. Die müssten wir halt beim Lime-Maker put beim Dyer's Workshop weiter bearbeiten.
So, dann assemblen wir mal den Annamen. So, das hier sieht schön aus, muss ich sagen. Jetzt, wo es fertig ist, unsere Wassergrube. Ach so, und das kommt. Die Wassertropfen kommen wirklich nur, wenn... ins Buddeln gehen. Na gut. Was sagt dieses hier? Traffic Areas brauche ich nicht wirklich, weil bis jetzt scheint nicht viel. Also bis jetzt scheine ich die Logistik so weit hingekriegt zu haben, dass sich die Leute nicht so arg im Weg stehen. Und ja, ich habe hier wirklich alle Arten von Finished Goods. Muss ich bald mal hier unten wieder ein Lager aufmachen? Hier könnte ich eine Sandgrube hinbauen. Und ja, wo baue ich eine Lehmgrube hin? Einfach hier hin. Was sagen eigentlich so meine Aufträge? Naja, es wird Asche und Potasch gemacht, ganz schön. Also, dass ich den Auftrag so gemacht habe. Dafür wird es auch mal wieder Zeit, dass wir Bäume fällen. Die hier sehen alle ziemlich groß und kräftig aus. Keine Migranten. Die Händler gehen bald. Wir haben tolle Sachen. Da steht nichts Besonderes. Dwarfenscheid, Hammerdorf und so weiter.
Was ist mit euch eigentlich los? Eure Picken sehen eigentlich gut aus. Na gut, lassen wir die erst einmal pflanzen. Das ist eigentlich wirklich auch wichtiger als den Tempel zu bauen. Wie viele Quarry-Bushes haben wir? 13, die sollten wir dann auch mal verarbeiten. Wir haben keine Empty Bags. Nee. Unpraktisch. Machen wir 10 Leatherbags noch. Pigtail haben wir zwar 8. Ja, es gibt viel hier zu tun noch. Das kann man nicht abstreiten. Ich muss auf jeden Fall mal gucken, dass ich dann als nächstes, wenn das mit dem Refuse und mit dem Tempel erledigt ist, dass ich dann die letzten Lager hier aushebe und dort Zeug platziere. Also Stockpiles. Ich bin mir sicher, mit der Großholzaktion gerade habe ich garantiert wieder Elfen angepisst, die mich invasieren werden. Okay, Feder, Förderleisten. Naja.
Ich glaube aber langsam, ich nehme den mal vorläufig das Planziehen weg. Damit die sich um andere Aufträge kümmern.